Erlöschen? Und ich hab da jemanden erwischt bei. Ich habe was gekauft. Nein, Spaß. Beim Shoppen. Guck mal, der Gerät. Der Gerät. Ich verdiene Geld. Ich gebe keins aus, okay? Das wirkt nur so. Ja, was hast du jetzt angenommen? Feld 12 Kartoffel Kartoffel ernten? ernten. Ja, dann viel Spaß. Schreib, wenn du einen Abfahrer brauchst. Ja. Oh, ich bin gut. Ich bin da am Misten. War, glaube ich, schon Was gefüllt. ist Gerät? Ich könnte in der Zeit den Traktor. Oh, ist ein Kubota sogar. Passend zu Sarahs Pullover. Hui. Ich fahre dir mal den Ach, Anhänger hin. wir sind ja schon bei Feld 12. Ja, das ist gleich um die Ecke. Jawohl. Das war jetzt unerwartet. So, fahren wir mal das Gerät aus. Dann sind wir ja Nachbarn. Weil das ist ja hier wie bei den Transformers. Na gut, ich lasse dir den mal hier stehen. Ja. Und wo habe ich jetzt meinen wieder rumstehen? Ich kann hier mal hin und wieder rüberschauen, was Sarah treibt, wenn ich hier am Flügen bin. Ach, da bist du ja. Ja. Mal gucken wir. Ich habe, glaube ich, noch nie von Grimme aktiv was verwendet. Das ist das erste Mal jetzt. Oh, Die guck Überschüsse. mal, wie die Kartoffels runter putzeln. Die überschüssigen Kartoffeln können wir aber einladen, lagern, weil du erntest ja mehr, als du eigentlich verkaufen sollst. Ja. Für die Oink-Oinks. Die Oink-Oinks. Sieht ja interessant aus. Es geht sogar relativ schnell, also es könnte schlimmer sein. Es ist zwar nicht die beste Arbeitsbreite, aber wir haben hier Zeit. Ich bin so voll der Fan von so großen Selbstfahrern. Kann sie nicht so teuer werden. Okay. Würdest du eine echte kaufen, ne? Nein. Ja, genau, ich stelle mir so einen Nein, nicht Kartoffelernte den. Oh, vors Haus. ich hab's heute schon mit. Alo, nicht den Helfer. Nein, nicht den Was Helfer machst du aktivieren. denn? Ich hab meine Finger nicht unter Kontrolle. Problem ist, wenn du das bei euch vors Haus stellst, dann ist da nicht mehr viel Betrieb kommt. Da gibt's Nachbarschaftskrieg. Das ist eh immer schon so, wird, dass sich manche Rentner aufführen. Da dürft ihr gar nicht stehen. Das ist der Parkplatz vom Nachbarhaus. Das Einer ist ist nicht so gut bei euch im korrekt. Haus. Na genau, Was so denn ein ein? Parkplatz ein bisschen besser, weil das ist hier Feuerwehrzufuhr. Da kommt kein LKW durch. Sagt denn ein Rentner fand ich ganz cool bei euch, oder was? Auch wenn das ein Rentner war. Ja, der vor dir erschrocken ist. Boah, wenn sie zuschlagen, da wächst kein Gras mehr. Dieser Baum, können wir Bäume fällen? Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Chance up in the air. Wollen wir danach Steine sammeln? Yay, Yay! Ronis Lieblingsbeschäftigung. Eigentlich haben wir vielleicht 6 los, oder was ist denn das? 5? 5. Keine Ahnung, ich habe Mist gebaut, weil ich mitten in der Nacht angesät habe und dann zwischendurch gewachsen ist. Muss Ist gewalzt ab. werden. Bitte Ja, außen. geht nicht mehr. Ach so. Weil sie schon gewachsen ist. Bisschen karger gebaut. Haben wir denn? Mit einer Bahn hat schon 10% abgeschlossen. Oh, sie erntet Steine. Ich ernte Steine. Erntet Steine. Erdäpfel. Das kriege ich auch hin, ne? Steine so muss, ne? Steine herstellen, das kann ich. Was Steine herstellt. Ja, weißt du doch noch den einer. Ja. Also, die Gerätschaften sind schon geil.
Wie voll bist du? Ja, 60%. Wenn ich unten bin, leere ich mal aus. Ach, das sind ja wirklich deine. Ja. Ich dachte, ich habe da Kartoffeln vergessen. Da macht's, da pflügt sie wie die Fleißige. Aber die schlimmste Kartoffelaufgabe war immer noch auf der ersten Hof Bergmann, wo wir Kartoffel ernten mussten. Ihr wurde angebumst. Ich hab da nochmal einen zweiten Anhänger gebracht. Und wir Kartoffel ernten mussten und die nicht so abgeben konnten, weil das war zu einem Einfamilienhaus und da musstest du die vorher in einzelne Säckchen abpacken und die Säckchen einzeln vors Haus bringen. Das hat ewig gedauert. Ui. Kartoffeln. Kartoffels. Boah, es gibt nichts Geiles als richtig gute, einfache Bratkartoffeln. Vielleicht mit noch so ein bisschen Speck. Und ganz viel Kümmel. Zwiebeln und wer es mag, so ein ganz bisschen Kümmel. Ah, das mag nicht jeder. Kümmel, wenn dann nur gerieben. Ich mag Kümmel nicht im Ganzen. Den Geschmack ja, aber ich mag nicht diesen. Ich kriege jetzt Hunger. Wo muss denn das eigentlich hin? Muss das eigentlich hin? Das ist das Ausrufezeichen auf dem Karte. Da. Wo sind wir? Da sind wir. Wie kommen wir auf die Hauptstraße? Da kommen wir da unten durch. Die ist jetzt nicht. Fest. Was? Helfer Waltraud, Helfer Sabine hat die Arbeit. Ah ja. Ja, ich versuche irgendwie die ganze Zeit auf B was abzubrechen, aber irgendwie. Alter, ohne Scheiß. Wir haben uns auch den größten Traktor dafür gegeben, ne? Ich komme kaum voran. Irgendwie schon. Ja, zum Glück ist nicht ganz so weit. Nur habe ich ja dann noch zweiten Schlepper stehen über eine, mit Anhänger. Weil ich weiß, meistens bei den großen Maschinen ist eine Füllung ist dann schon ein Anhänger. Seitdem das Kubota, der jetzt hier draußen ist, habe ich das erste Mal so ein Ding drin. Okay. Ich sehe gerade, der hat ja die Blitzleuchten oben, die rundum leuchten. Hier sind ja Blitzleuchten, die hat er ja versetzt, vorne links und hinten rechts. Habe ich auch noch nie gesehen. So, auch noch nicht mal in echt. Entweder hinten an der Kabine links und rechts oder vorne an der Kabine. Kartoffeln! Kartoffeln. Oh, da krieg ich echt. Ich überlege echt gerade, was ich heute zum Essen mache. Ja, wenn wir gerade schon waren. Nee. Brot. Ja, ich habe vorhin auch mal so gegen 11 Uhr Brot gegessen. Ich habe ja das Luxus, sonntags, dass Mutter kocht. Oh, auch, wenn ich nicht bei Mutti wohne, aber. Trotzdem hat sich so eingebürgert. Mhm. Ja, die wohnt ja im selben Haus, aber direkt in der Wohnung. Das Mietshaus. Manchmal hat es Vorteile. Ja, glaube ich. Gerade letztens, da wollte ich was machen, hatte ich keinen. Achso, Nudeln kochen. Ja, und Nudeln kochen ohne Salz im Wasser schmeckt ja nicht, ne? Kein Salz mehr. Jetzt hat eben die Sahara. Versucht mal eine gerade Linie zu ziehen und nicht hier schief und irgendwas. Kannst du das? Ja. Willst du so? Ich viel. Du stellst dich mal hier hin.
So, was geht jetzt noch ab? Die Hühner haben schon wieder zu viele Eier, aber da habe ich keine Lust gerade drauf eigentlich. Und Steine sammeln. Oder pflügen. Oh, mhm. Wie diese Auswahl an Aufgaben finde ich schon richtig geil. Aber pflügen macht Spaß. Ja, wenn die Felder nicht zu überdimensional dafür sind. Ja. Ich ziehe das jetzt mal durch, da haben wir einen besseren Ertrag hier vor allem. Oh, ich habe ein Fahrrad. Also wie weit wirst du das weg? Ich habe das bis zu mir gehört gerade. Wichser. Da kommt er. Machen Sie Platz! Kommt bei Eier Auto! Die Umweltverschmutzer! Oh oh oh! Haben wir jetzt auch nur Umweltaktivisten hier? Wir machen doch meistens Fahrdemos auf der Autobahn. Demonstrieren jetzt hier! So, hier geht's nicht weiter. Oh. Ich hab Antrieb. Nee, ist ja Diesel. Der Kartoffelantrieb. Ist Diesel. Dave, gegen was demonstrierst du? Weiß es selber noch nicht. Unsere Pommes müssen schöner werden. Mhm. Müssen, wie war's, dicker und länger werden? Oh. Dann müssen die Kartoffeln auch dicker werden, ne? Schon wieder im falschen Thema ab. Komm gleich wieder. Krieg das Fahrradding mal auf den Hof. Wenn ich mal ankomme. Aber irgendwo ist das schon keine Sketch mit dem Fahrrad. Ja. Einfach mal hier so entspannt so durch über Feldweg fahren. Kannst du auch noch einen Anhänger hinten dran hängen? Wie ist? Da habe ich mal versucht, da habe ich mal mehrere Eierkartons drauf gestapelt. Bin aber nicht mal vom Hof gekommen, da lag ich schon auf der Seite. Da ist dann die Kipppunkt zu hoch. Okay. Radei. Was sagst du jetzt? Alles gut. Nicht der Höhepunkt, der Kipppunkt. Habe ich doch gar nicht gesagt. Achso. Was du schon wieder denkst. Gar nichts. Es gibt ja gerade Geschwindigkeitsrausch. Oh, ich bin fast voll. Krieg mal weniger. Ach ja. Das ist könnte lustig werden, wenn er komplett voll. Oder war der vorhin auch schon komplett voll? 83%. Aber da lohnt es sich ja nicht zu warten. Nee. Weißt du, bei dem Brandner kannst du, glaube ich, noch einen Aufbau drauf bauen. Da passt nochmal eine Ecke mehr rein. Diesmal wirst du nicht leer. Sag ich doch. 2% habe ich noch drin. Mhm, sag ich doch. Eigentlich schöner Anhänger, dieser Tandem hier. Wenn ja. Du den Aufbau noch drauf baust.
Und das Fahrrad ist oder so eine Lebensaufgabe üben? Irgendwie schon. Also es hat was Meditatives irgendwie. Aber wie gesagt, diese Mission, das ist ja das Gute, das, die kannst du immer mal nebenbei machen, wenn du nichts anderes zu tun hast. Wenn gerade nichts zu tun ist, das ist ja das Praktische. Hat sich jetzt bei uns hier auf der Hofbergbahn jetzt schon so eingebürgert, irgendwie wie damals dieser riesen Flügeauftrag da oben. Ja. Ja. Oh, danach dann gedacht haben, wir sind schon ein bisschen dumm. Oder so ein bisschen. Ein bisschen. Ah, wer kommt denn da angestiefelt? Garfield. Geh mal weg da vom Tisch. Angestiefelt. Oh, ich habe ein bisschen, war mal kurz rausgetappt und habe mir gleich schiefe Bahn gemacht. Es tut mir leid, ich weiß. Schäm dich, schäm dich. Schande über mein Haupt. Shame. Shame. Ich heute. Also, wie viel Schaden? Das sind ja 7 Schabflug. Ich habe ja heute ein Feld gepflügt, privat. Mit einem 2 Schabflug. 2 Stunden lang nur gepflügt. Einfach nur tiefenentspannt das Feld drauf und runter gefahren. Stimmt so. Alter. Seitdem sein Mikro aufschraubt. Entschuldigung, es war jetzt auch recht nah am Mikro. Ist gut. Ach ja. Tut, tut. Aber Sarah, wir sind dann auch schon wieder so weit. Oh, ich gähn schon wieder. Gähn schon wieder. Ja, ich gähn schon wieder wegen gar nichts. Aber schaut bei der lieben Sarah vorbei, ob sie sich da noch weiter zu Tode. Ob ich da noch Kartoffeln sehen kann. Ob sie jemals im Real Life noch Kartoffeln essen kann, Fragen über Fragen, die können wir also nächstes Mal klären. Jo. Abonniert meine Kanäle. Oh, hast du jetzt beide übernommen? Was? Wow. Hat Soße cool. Kein Mitspracherecht mehr. Nee, hat er nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal.